Hallo ihr Lieben, hier zur vierten Folge von Raft. Hier sind Laxenia und... Abo? Ja, weiter geht es. Juhu! Angelst du schon fleißig? Ja, wir brauchen Fische zum Essen. Fische zum Essen, ja, die brauchen wir echt. Wir sind hier noch an dieser Insel, wo wir in der vorigen Folge aufgehört haben. Wir wollen ja noch ein bisschen das Riff abbauen. Das hatten wir nicht mehr ganz geschafft, ne? Genau, ich will das abbauen und dann hier aufs Fluss bauen. Ja, nein, das Riff natürlich nicht. Wir brauchen nur ein bisschen Sand noch und so. Ja, blöd nur, ihr Lieben, der Hai ist wieder nachgespawnt. Und ich sehe gerade, das war hier. Oh nee, ich höre gerade. Siehst du, spricht man vom Teufel. Aber wir können verletzen schon mal. Das ist Ja, gut. genau. Und ich sehe gerade, dass wir da oben einige Bäume vergessen haben, du. Kannst du, ja, Ja? kannst du bitte vorher noch eine Planke beim Fisch hinlegen? Eine Ich habe Planke kein beim Fisch. Holz. Ich muss mir aber auch noch einen Speer bauen, ne? Achso, wie viel hast du da? Kommst du da hoch? Ja. Okay. Okay, warte. Oh ja. Dankeschön. Seht ihr, also kaum fängt man hier an, wird mein Inventar leer gemacht und seins Ja, ist das. dauerleer. Ja, weil ich alles bebaut habe. Ich brauche auch noch einen Speer, du. Ja. Du hast Holz auf dem Wendel. Ja, aber da kriegst du jetzt auch keine 1000 Holz, ne? Wie viel Holz kriegt man da so pro Baum? Warte, ich guck mal. Ich habe gedacht, schon ein bisschen ist es schön, weil es ein Baum ist. Eine Planke. Blätter, 2, 4, 5, glaube ich, 5 Bretter. Naja, aber jetzt hier zum Looten wird es ausreichen. So, dann gehen wir nochmal da hoch. Da waren auch noch zwei Bäume. Ja, guck mal hier. Sieht aus wie Mangobäume. Mangosamen. Siehst du, die hat Juhu. man nämlich gar nicht entdeckt. Ja, ich muss ja mal sagen, die letzte Folge hatten wir einen echten schönen Fortschritt in der Forschung, oder? Das hat man, ne? Schön viel Sachen erforscht. Oh nein, mein Dings ist kaputt. Was genau? Meine Axt. Nein, jetzt hast du nichts mehr. Oh, zum Glück haben wir so viele Blätter. Ja, ist cool. Vielleicht können wir heute noch ein bisschen was erforschen. Und was richtig cool wäre, wenn wir irgendwie heute die Schmelze machen konnten. Oder könnten, besser gesagt, oder? Das wäre gut, wir haben drei solche Ziegel. Hat Oder man hast du die schon irgendwelche erlernt? reingelegt? Kannst du mal kurz gucken? Ah. Na, Im die ist erlernt. Forschungstisch? Genau, da brauchen wir dann noch die Trockenziegel. Also brauchen wir noch viel mehr Sand und Ton, richtig? Genau, drei Ziegel brauchen wir Ja, noch. genau, das hat, glaube ich, nicht gereicht. Nägel, naja, Planken und das übliche halt. Ja, und das wäre cool, wenn man sich dann irgendwie, ja, so Metallsachen machen könnte. Zumindest ein Metallspeer und so, ne? Das wäre richtig gut, ne? So, Platz habe ich. Ah. Ich muss aber noch mal kurz Zeug ablegen und dann können wir den Hai machen. Wo machst du den gerade schon? Ich versuche es auch mal. Aber ich Der und beißt dich Heiß immer, werden ne? keine Freunde, glaube ich. Ja. Ist das eigentlich das einzige Ungeheuer oder Feindtier mehr für uns? Oder gibt es noch irgendwie andere Mehr? Sachen? Ja, wenn du reinspringst schon, ne? Okay. Schade, dass man dich hier nicht rausschmeißen kann. Ich bin gleich tot. Also ich krieg das nicht hin, das. Ach du Armer, soll ich Was jetzt für Mitleid haben? Profis. Ja, wie Profis Nein! wie mich, ne? Was denn? Ich bin gestorben! Och nee. Du musst mich retten! Was ist denn eigentlich, wenn die Tage um sind, ne? Na? Also wir können uns ja so einen Kalender aufstellen, ne? Und wenn wir beide sterben, resettet das dann wieder? Ich Das wäre glaube ja immer doof. näher, oder? Schon hättest du es uns kaputt gemacht. Wobei, Nicht. warte mal. Jetzt hör auf. Du bist ja unfähig. Ich könnte dich ja Hey. eigentlich entsorgen. Ach du Armer, liegst du da, ne? Kannst du jetzt nicht mehr auf 4 meiner Tasche Sekunden, 3 liegen? Nein, Sekunden, das gibt 2 keinen Sekunden. Sekundentimer, nein. Wer ist denn das? Ja, weil wir sind doch schon mal gestorben hier. Okay, ich pack dich drauf. Okay, ausnahmsweise. Danke. Obwohl ich jetzt meine Ruhe gehabt hätte, ne? Ach, da bist du ja wieder. Der hat mich Okay. beim Raushüpfen gebissen. Ja, würde ich jetzt auch sagen, ne? Man kann das gar nicht machen, ordentlich Ich gehe den. mal runter und zeig dir mal, wie das eine Der ist richtige. hinter dir. Okay, das zählt nicht, den habe ich nicht gesehen, ne? Oje. Aber das erste Mal werde ich immer gebissen, okay? Und jetzt. Oh, was? Aha. Kann das sein, echt, wenn man zu dolle über solche Steine schwebt oder so, dass da wie eine Physik dann ist? Nee, jetzt ging's. Ja, ich bleib mal hier. Okay. Na komm, du nerviger Hosenmatz. Wir müssen mal schauen, vielleicht machen wir das irgendwie mal ein bisschen schneller. Also, sobald wir einen Metallspeer haben, wird das sowieso schneller gehen, nehme ich an. Wo ist denn der jetzt hin? Ich bin da oben, ich habe nichts gemacht.
Oh, von da kommst du. Okay. Genau. Sonst müssen wir mal schauen, ob wir das immer ein bisschen vorspulen. Weil jetzt hunderte Folgen lang will man das ja bestimmt nicht immer sehen mit dem Hai. Gehört aber dazu, eigentlich. Gehört dazu schon, ne? Also mich stört es jetzt auch nicht, aber ein bisschen stärker könnten wir schon sein. Der braucht schon sehr viele Hitpunkte, bevor der kaputt geht. Der braucht Hitpunkte, bevor er kaputt geht? Ja. Na Gott sei Dank braucht er keinen Schaden, bevor er kaputt geht. Da hilft's ja gar nicht. Ja, dann sagst du, dass ich wieder rumgeschwuppelt bin und dann sterbe ich und dann bin ich tot Du und dann bist bin doch ich gar nicht traurig. gestorben. Mit meiner Obhut bist du nie gestorben beim Hai. Da war ich mich immer hinter dir versteckt. Ja, siehst du? Nein, der ist ja hinter mir. Ich komme schnell geschwommen. Wie machst du das bitte? Das will Guck ich mal, auch noch jetzt mal macht er irgendwann auf und lernen. sofort pieksen. Das habe ich doch Sobald auch er sieht, dass er gemacht. den Mund aufmacht. Am Ende Direkt im geht das Mund echt rein. nicht. Am Ende kann wirklich nur der Host. Nee, das wäre ja Am Ende ist richtig es ein komisch, Bug und soll oder? gar nicht funktionieren. Nee, das ist doch jetzt hier Final Chapter. Die Ja, siehst. Endversion, oder nicht? Da wird ja sowas ganz bestimmt aufgefallen sein. Ja, guck dir mal die Atlas-Entwickler an. Ja, Naja, okay. ich habe ihn auch einmal gepikselt. Ich bin eine große Unterstützung. Ja, Nein, jetzt sieht jetzt das hat's schon nicht kommen. ziemlich kaputt aus. Gleich müsste man haben. Dann nochmal hier schnell das Riff absuchen. Obwohl hier im Umkreis gar nicht so viel liegt gerade, ne? Wir hatten ja auch eine Höhle hier gesehen, die ja nicht so toll war. Genau, immer wenn der Mund aufmacht. Aber das erste Mal trifft er mich komischerweise auch immer. Keine Ahnung, Drückst du was er noch was macht. anderes oder nur Nee, das nur linke Pieksen? Maustaste. Na? Und dann kommen da so Blut. Tropfen? Tot? Oh, machst du den? Na, ich hab schon. Ich muss mal kurz rausschwimmen, noch ein paar Ressourcen holen. Perfekt. Was brauchst du denn? Nee, ich bin schon unterwegs. Ah, okay. Jetzt hätte ich dir noch was gegeben. Ja, müssen wir mal schauen. Was auch richtig cool wäre, weil wir ja hier das mit den Pfeilen auch erlernt hatten, wenn wir irgendwie vielleicht ein Beet anbauen. Weil da kamen doch immer diese Möwen und von denen würden wir ja Federn bekommen. Stimmt, und Hähnchenschenkel. Ja, und Schenkel, genau. Möwenschenkel. Möwenschenkel. Möwenschenkel, ne? Hier ist noch Sand, ne? Siehst du, hier liegt echt noch ein bisschen was. Aber wir brauchen ganz viel Sand und Ton. Ich glaube, die Insel wird hier nicht reichen. Wir müssen definitiv danach nochmal anlegen, oder nicht? Jetzt lang müssen wir das. Weil sonst können wir unsere Schmelze vergessen. Und weißt du, was wir auch machen wollten? Was denn? Fangnetze. Ja, aber das können wir ja machen, ne? Vielleicht sollten wir aber noch ein bisschen größer bauen. Okay. Nö. Zumindest erstmal da, wo wir die Netze anbauen wollen, oder? Oh, einen Stuhl hast du gelernt. Cool. Also da, wo wir die Netze dran machen wollen. Da ein bisschen größer. Oh, hier liegt aber gar nicht mehr so viel. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nur Gestein oder Felswand. Haben wir doch schon so viel weggeräumt anscheinend, wie es aussieht. Da liegt noch eine Muschel. Cool, die nehme ich noch mit. Sand wäre noch gut und Dings. Ja, ich habe nur zwei Sand und einen Ton, glaube ich. Das ist schon mal ein Nebachau 2, glaube ich, oder? Nee, ein Ziegel, glaube ich. Wie viel brauchst du denn für einen Ziegel? Ein Sand, ein Ton oder zwei Ton und zwei Ich Sand? glaube 2-2, oder? Ich guck mal schnell. Nasser Ziegel. 2-2, ne? Also können wir damit Okay. gerade mal ein Ziegel bauen. Und wie viel brauchen wir für die Schmelze? 6 Ziegel und 3 Hammer. Muss ich kurz Ja, nee, da überlegen. müssen wir nochmal eine andere Insel, definitiv. Aber ich Nicht finde wie das jetzt, der braucht Verhei. nochmal Ton. Achtung! Nein, oder? Hallo, ich habe gerade mal seit einer Sekunde hier Ich geguckt. bin hinter dir. Oh. Nicht dein, du bist nicht dein Ernst, oder? Geschwommen bist, das hättet ihr sehen müssen. Das war ja köstlich. Ich habe das echt geglaubt, wirklich. Es sieht aus wie Ja, ein erster Tod im Wasser schwabbeln und dann große Klappe haben, ne? Hai. Der hat mich gebissen in den Po, als ich rausgehüpft bin. Das war so traurig. Ja, super gut, echt. Ist das für eine Höhle hier? Die hatten wir doch schon angeschaut, oder? Naja, das geht ja wieder. Ja, das war so eine Fake-Höhle, wo sich der Hai drinne versteckt hat. Ein Habe ich bisschen noch mehr gut in Sand. Erinnerung. Schade, es wäre echt gut, wenn wir das herstellen hätten können jetzt. Ah, Ja, hier ist noch na, Ton. dann gleich losfahren, bitte. Nee, hier ist noch versteckt zwischen den Pflanzen, also man muss gucken. Ja, aber der Hai wird trotzdem gleich kommen und ich hoffe, der beißt dich. Nicht schon wieder.
Nee, ich tauche jetzt ab. Also hoch. Wie? Achso. So, passt auf. Da vorne ist unser Floß. Oh ja, cool. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen noch Sachen einsammeln und hier ein genau. bisschen auf dem Floß machen. Nee, komm, lass weiterfahren. Der heißt da. Ist mir egal. Der ist da. Es wird Nacht. Wir können schlafen und im ich komme. Morgengrauen. Aber, Mann. Ablegen. Kannst du mir schon welche herstellen? Stell mal Halsch. Stell mal welche her, bitte. Okay, nasser Ziegel, ne? Na? Zwei Stück, ja, ne? Ich kann nur einen Rocken herstellen. Ja, ist doch egal. Du? Zwei Stück. Hast du noch einen Ton? Ich hab. Nein, kein Ton mehr. Da fehlt uns jetzt ein Ton? Ein Ton fehlt uns, ne? Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal eine tauchen. Neue Insel. Genau. Okay, dann lass schlafen, oder? Okay. Schnubbel die Wupp. Okay. Schade, wegen dem Ton ist das jetzt schon ein bisschen ärgerlich, muss ja, ich sagen. Ja, da hätte man ja schon schmelzen können. Da kannst du ja auch nicht so viel mitmachen, ne? So, passt mal auf. Ich habe Hunger. Wie, man kann nicht viel mitmachen. Legen wir ab. Okay. So, wo ist unser Anker denn bitte? Ach, da. Naja, wenn wir eine Schmelze haben, können wir immer nur ein was Eisen machen, oder nicht? Gleichzeitig. Ja, aber wir können es machen. Das ist ja der Unterschied. Das ist meins. Hast du noch Haifili? Cool. Das esse ich gleich mal. Hatten wir die Muschel denn du schon erforscht, oder nicht? Das müsst ihr mal gucken, das will ich nicht. Rein? Ja, haben erforscht. Wir? Die haben wir schon. Genau. So. Ich meine, dass ich hier schon mal Muscheln reingelegt habe, aber ich sehe sie gerade nicht. Anscheinend doch noch nicht. Dann war das bestimmt die, die wir erforscht hatten. Okay, perfekt. Kann man Nagel reinlegen? Oder hatte ich das schon gemacht? Das ist auch erforscht. So. Dahin kommt der Loot. Ja, sehe ich noch. Können wir schon mal ein bisschen was mitnehmen? Das ist zu weit weg, oder? Ja, ja, und ich hoffe, dass die nächste Insel gleich kommt. Definitiv aber wieder so eine kleine, oder? Na, schade, in Tonfeld echt, das wäre echt super gewesen, na gut. Ich könnte schon mal das Beet bauen. Also die ersten Netze, die würde ich gerne hier auf dieser Seite dran haben. Deswegen würde ich sagen, wir verlängern hier schon mal um zwei Reihen. Ich habe keine Ressourcen bis jetzt für sowas. Ja, ich darf auch nicht zu viel jetzt ausgehen. Ich mache mal was hier. Ey, du schubst mich. Ja, aber ich habe doch hier wichtige Sachen zu tun. So, oh, da kommen die ersten Fässer, wenn man sich darüber freut. Oh, ey. Das nächste was? Pass gehört mir. Du. Ja, okay. Du Lümmel. Käselimmel. Ach, ich habe gerade eine Möwe gehört, aber wir haben ja noch gar nicht. Nee, aber das wäre schlau, wirklich. Also, es war nervig. Später müssen wir uns mal überlegen, wenn man dann irgendwas anbaut, dass das da vor Möwen und so geschützt ist. Aber so ist es erstmal echt sinnvoll. Ich kann ja mal schauen, wie viel das kostet. Dann können wir das zuerst machen. Haben wir dann aber nie auch so eine Vogelscheuche? Vogelscheuche? Ja, die können wir auch noch machen, ne? Baue ich eine mittlere Anbaufläche gleich? Ja, oder? Ja, genau, ne? Und eine Vogelscheuche. Die kostet Nägel. Okay. Gut. Cool. Kann ich bauen. Stelle ich mal hier so hin. Ja, machen wir es hier erstmal hin. Madame Vogelscheuche. So. Und Melone baue ich an. Ja. Das Steg ist meins. Okay. Schöner Hunger, ich weiß nicht. So, braucht das Wasser? Nee, braucht es nicht. Also du brauchst das ganz dringend. Nee. Kannst du ruhig haben, ich bin gut gesättigt gerade. Liegt daran, dass du fünf Stück einstecken hattest noch, ne? Nein, ich habe aber sieben Kartoffeln, die ich auch mal gerne kochen würde. Ja, aber das Fleisch ist doch viel sinnvoller, oder nicht? Hast du so viel davon gehabt? Okay. Ja, wir haben sogar noch eine Truhe da, fünf Stück. Oh, cool. Wir können uns da mit dem Bauch voll hauen. So. Geht das ready?
Müssen wir nur auf die Möwen warten, damit wir uns dennoch schon mal Pfeile und so machen können für die große Insel. Okay. Ja, und diese Antenne und Empfänger können wir ja auch irgendwann mal bauen. Du hast nie gegossen. Ich habe extra geguckt, dass jetzt braucht sie frisches Wasser, aber Feuer brauchte sie nicht. Ja, dann gieß ich. Oh, nee, jetzt mach ich erst die Fässer. Ja gut, dann machst du die Fässer, dann gieße ich. Aber du darfst nie vergessen. Okay. Wobei ich trinke erst, weil ich Durst habe. Krieg die nächsten. Wir können ja auch die Flaschen, können wir die schon bauen? Was für Flaschen? Wasserflaschen oder so? Ja, die kann man bauen, aber das brauchen wir die Schmelze zu, weil wir ja dieses... Ja, stimmt. Ne? Möwe, geh mal Möwe machen. Ach, hab getroffen, aber ist nicht tot. Ja, die muss man im Kopf treffen, oder, glaube ich? Meinst du? Ja, weiß ich nicht, manchmal sind sie halt tot umgefallen. Es wird wie beim... Ich will gerade beim Reh sagen, wie beim Hai so sein, dass die bestimmt einen Schaden kriegt, oder? Meinst du, es ist immer die gleiche Möwe, die kommt? Erstmal, ne? Erstmal, ne? Bis sie tot ist, dann kommt eine andere. Meinst du? Na gut. Ich denk schon, dass sie so ist. Ich habe so ein Deko-Paket. Ich mach mal auf. Glück. Ein Feuerkorb, okay. Das sieht da noch Sand aus. Jetzt, ne? Na gut, mach schon einmal. So. Und hier ganz vorne können wir schon unsere ersten Netze dann hinmachen, würde ich sagen. Ja, das ist doch gut. Woher kam die? Hat sie das schon gesagt und ich habe nie zugehört oder hat sie es noch nie gesagt? Was genau? Die Netze, was die kosten? Netze. 8 Planken, 8 Seile und 2 Nägel. Oh, guck mal, rauchen. Wo denn? Da. Oh, cool. Oh, hier gibt es denn doch noch viel mehr. Den nenne ich Jochen. Jochen? Jochen der Rochen. Heißt nicht jeder Rochen irgendwie immer so? Ja, darum nenne ich ihn ja so. Der sieht aber gut aus. So. Hallo, kann man den tot machen? Nee, lass den. Ja, vielleicht gibt es Achievements. So. Rotte alle Tiere im Meer aus oder so. Nee, das ist doof. Nee, das ist echt doof, ne? Jetzt hast du ja doch schon gegossen. Du hast es alles vergießen, oder nicht? Ach so, ich dachte, du hast zuerst getrunken. Gut, dann fülle ich wieder rein. Hä? Wie? Nimm mal bitte das Wasser hier raus jetzt. Süßwasser, ne? Ja. Hast du ich meine, dass ich das gerade rausgenommen habe. Ich weiß es gerade echt. Muss mal gucken, ob dein Trinken jetzt massiv schnell runtergeht. Nee, eigentlich nicht. Es geht. Insel voraus, Insel voraus. Wo? Rechte Seite. Die ist mittelgroß, ne? Also. Ja, nee, das sollte doch gehen. Also nicht so eine mit so einem Vogel. So eine meine ich jetzt nicht. Das ne? Weiß ich ja nicht. Links oder rechts? Rechts. Rechts die. Links sehe ich keine Insel. Nicht Uni, darum frage ich ja. Also meinst du da hin? Also ich bin mir ja, unsicher. Ja, aber wir brauchen noch einen Anker. Oh Mann. Ein Wurfanker. Wir haben doch gar keine Ressourcen eingeschätzt wieder gemacht. Ja, das ist doof, ne? Krass, wie wenig man eigentlich schafft in so einer Folge. Aber das wird. Oh, da ist der Rochen. Cool. Baust du gerade den Anker? Na? Sehr gut. Hab ich gebaut. Hast du noch ein Paddel? Ja, ne? Hab ich. Du hast dein Paddel kaputt. Nee, hab ich. So. Oh, wir bräuchten eigentlich auch noch ein Lager. Ja, wir sind hier schon wieder komplett voll. Ach ja, jetzt habe ich kaum noch Sachen. Lager. Nee, da habe ich keinen Kunststoff für. Sage ich ja. Kunststoff hier. Weil das könnten wir jetzt gebrauchen für da. Die Insel, weißt du? Dankeschön. Dann baue ich noch ein Lager. Na, das wäre echt gut. Lager sind wichtig. Können wir später austauschen. Oh, das ist eine kleine Insel, cool. Müssen wir jetzt den Hai nicht wieder tot machen? Hm, müssen wir leider. Guck mal, hier unten ist schon Eisen, sieht man schon. Zeig mal. Hier unten und Sand, da Sand und ach. Oh, cool. Ist wieder so eine, wo es hier hinten alles ist. Also unsere Schmelze sollten wir auf jeden Fall schaffen, nehme ich mal ach, an. Da ist Ton. Oh, cool. Spring rein. Ah, guck mal, das ist hier so abgetrennt, siehst du das? Na? Hier vorne ist ein Griff und dann geht's hier hinten weiter. Oh, ich hab sie getroffen, stimmt, ist aber nicht tot gegangen. Okay. Das hat die wirklich sowas wie ihr Leben. Cool, ich geh erstmal auf die Insel schauen. Okay. Vielleicht haben wir ja hier was Schönes drauf.
Auf jeden Fall Mangobaum. Aber nochmal Mangosamen. Am besten finde ich irgendwie immer die Melonen, die geben auch ganz gut Wasser und so, ne? Melonen sind sehr gut, ne? So, dann da hoch. Ja, Melonen haben wir hier auch drauf. Planken nehme ich definitiv mit, da haben wir nicht so viele. Oh, wie schnell auch die Werkzeuge kaputt gehen. Bei jedem Schlag, das ist ja unnormal. So, okay. Ich gehe lieber nochmal da ganz hoch, nicht, dass hier irgendwo eine Kiste liegt. Nee, ich glaube, hier oben ist nichts. Ach cool, da haben wir doch schon eine schöne Fläche. So, ich packe jetzt die Sachen schnell weg. Mangos haben wir irgendwo anders drin. Ja, dann, wenn du fertig bist, hier hingeworfen. Und dann hast du noch was da dringend drin. Begarter Hai, cool, danke schön. Nehme ich mir mit für unten. Kann man das im Wasser trinken? Ja, man kann auch essen im Wasser, ne? Oh, mein Speer ist schon wieder halb kaputt. Meinst du, der reicht noch? Ich mach mir lieber noch einen. Ich habe auch einen extra gemacht. Ich will es auch nochmal versuchen. Ich gehe rein und du kannst. Jetzt kommt er. Jetzt macht er den Schnabel ab. Jetzt hab ich gedrückt und wird gebissen. Nee, du machst das, sonst bin ich ja gleich wieder tot. Ja, mit einer Angel würde ich das lieber nicht machen. So, wo ist er jetzt hingeschwommen? Hier hinter uns irgendwo. Ach, da. Ist da eine Höhle, wo der gerade rauskam? Oh, da ist ein Loch. Ah, jetzt siehst du, das erste Mal werde ich immer getroffen von dem Hai. Krass. Ich aber auch, hast du gesehen? Ja, aber mich trifft er durchgehend. Und jetzt? Jetzt nicht mehr? Ja. Nee, jetzt hat er nicht mehr getroffen. Kannst du dich exakt neben mir stellen, dass wir beide pieksen, wenn er runter macht? Oder piekst geht das doch, nicht? Wenn der runter geht dann. Ach so, okay. Ja, du triffst ihn auch, ne? Na? Gerade hast du ihn getroffen. Meistens zweimal. Und manchmal auch überhaupt nicht. Aber das erste Mal geht irgendwie gar nicht. Komischerweise. Jetzt ist er da lang geschwommen. Jetzt kommt er wieder. Achtung. Der schwimmt immer nach unten weg, ne? Jetzt hat er mich getroffen. Als er manchmal keine Physik hätte oder so. So, jetzt kommt er wieder. Und pieksen. Ja, ich denke mal, sobald wir einen Metallspeer haben und so, geht das Ganze schon besser. Ich will einen Metallspeer haben. Dafür brauchen wir auch die Dings, oder? Ja. Wir müssen ja sowieso dann erstmal den Barren, glaube ich, erforschen. Ah. Und viel weiter hatten wir ja auch nicht gespielt. Nee, wir hatten nur eine Schmelze, glaube ich, so ein Nest noch. Und sonst ist der Rest hier im Spiel eigentlich auch alles dann neu für uns. Haben wir in 140 Tagen nie geschafft, ne? Wir haben keine 140 Tage. Jetzt sind es auf einmal Tage, ne? Achso, stimmt. Letztes Mal waren es nur 140 Stunden. Ach Mann, jetzt muss ich mich ja verraten. Ja. Jetzt bist du mit deiner Verarsche aufgeflogen. So, mein Speer ist kaputt. Ich nehme meinen neuen. Der ist tot. Ach, cool. Los geht's. Jetzt wird es aber gleich dunkel oder willst du nochmal schlafen, aber wir wissen ja, wo der wieder nee, da ist. Ja, dann ist der Heider. Lass jetzt lieber machen. Ich sehe es schon kommen. Oh, eine Kopflampe bräuchte man hier, oder? Das wäre cool. Ich schwimme auf jeden Fall mal hier runter. Das sieht hier nämlich richtig vielversprechend aus. Okay, ich mache hier hinten. Oh, ganz viel Sand. Vier Stück. Ja, ich habe hier auch gerade viel Sand und Kupfer. Aber finde mal bitte in Ton mindestens. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Sand als Ton, ne? Ja, hier liegt ein Ton. Also unsere Juhu. Schmelze, die ist definitiv gesichert. Was knallt denn hier so? Ist das unser Floß? Bestimmt. So, oh nein, mein Haken ist kaputt. Och nee. Muss ja jetzt auch sein, ne? Ich hab keinen Kunststoff. Ich hab keins. Ich hab dir alles gegeben, was ich hab. Nein, oder? Musst du hoch und schwimmen. Ja, danke. Das ist wirklich sehr freundlich. Hoch und schwimmen. Oh, da liegt eins. Gott sei Dank.
Soll ich dir was Gruseliges sagen? Ja. Ich habe auch Kind. Ey, echt jetzt? Musste hoch und schwimmen. Hatte ich mir. Ich hatte, mir war so, als ich von uns gerade noch eins gemacht hatte, oder war das ein Speer? Keine Ahnung. Ein Speer hatten wir gemacht, oder? Ich hatte mir zwei was gemacht, aber ich glaube, ich wollte dich ärgern und hab den kaputten rausgehauen, weil das immer aufhebst. Ich habe aber anscheinend den guten rausgehauen. Ach Ich habe Mann. mir heute schon den zweiten Speer hier gemacht. Das ist echt krass. Schade, dass man das nicht irgendwie reparieren kann, so zwischendrin, ne? Na? Man sieht, das geht kaputt und man hat ein bisschen was. Wir sind viel zu langsam. Wir sind viel zu langsam. Ja, ich merke das auch schon. Eigentlich hatte ich hier eben irgendwo eine Höhle entdeckt. Da muss ich unbedingt nochmal gucken. Sah jedenfalls so aus wie eine Nein, Höhle. du bist hier in der Nähe. Da schwimme ich woanders hin. Hast du schon Eisen gefunden? Ich habe jetzt hier Eisen liegen. Riesenmuschel? Ich habe uns vom Schiff abend Eisen gesehen, aber nee, jetzt hier irgendwo. Hier Hat sehe was ich gerade hier. Eisen. Ciao. Oh, man hat nur so ein kleines Zeitfenster immer. Das Und könnte Sand. ruhig ein bisschen größer sein, oder? So 10 Zwei, drei Minuten Stunden. vielleicht? Nee, so übertrieben auch nicht. Bis der Hai halt wieder kommt. Dreimal Man wird die ja auch ein Tage. bisschen. Ich habe fünfmal jetzt. Man wird ja auch ein bisschen hier brauchen für die. Für die Spitzhacke und so, oder nicht? Also, Ja, Quatsch, für den definitiv. Speer. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier was finden, reicht das ja auch nicht für Dauern, sowas herzustellen. Und das geht übelst schnell kaputt, oder nicht? Naja, das bin ich doch. Nee, das ist hier bloß wieder so ein Rausschwimmen. Nee, hier ist eine Höhle. Oh Viel cool, Spaß. hier ist eine Kiste. Oh je, ich habe aber so wenig ein, so viel einstecken. Ich esse mal was. So. Hab jetzt zwei Muscheln einstecken. Cool. Oh. Was? Rezept Kokosnussschlag. Das Für klingt einen lecker. Entsafter. Ach so. Und einen Bolzen. Aber einen Bolzen hatten wir, glaube ich, schon, oder? Genau, den Bolzen? hatten. Ja. Aber den hat man noch nie freigeschalten, weil wir dafür Metallbaum brauchen. Nein! Hi, wieder da. Oh nee. Echt jetzt? Oh nee, ich bin jetzt hier noch in der Höhle. Aber wir haben noch nicht alles aufgesammelt, ne? Nee. Der muss also noch mal weg, oder? Na, kann ich nur noch einen Ziegel schnell herstellen? Ja, kannst du machen, dann lass schnell schlafen. Dass wir heute wenigstens noch die Schmelze hinbekommen und noch mal kurz runter. Du läufst jetzt schon wieder so komisch, als ob du angeschlagen bist. Ich bin angeschlagen, ne? Na gut, dann lass schnell hinlegen, oder? Okay. Okay. So. Ach, das Essen ist fertig, danke. Hat ja gepasst. Ich leg gleich mal ein bisschen was ab. Dann müssen wir den jetzt nochmal machen. Das ist Die echt doof. Frau da, Quatsch, das Möwe. Das Möwe. Ja, ich hab sie Juhu. getroffen. Federn, siehst du? Wir bekommen nämlich hier Federn. Und die brauchen wir für unsere Pfeile. Gab's nur Fleisch? Ja, Fleisch gab's auch, ne? Also davon hätte ich wieder nicht erzählt, ne? Die leckeren Sachen müssen wir doch schweigen. Oh, haben wir So, noch das viele. Rezept lege ich rein, die Federn. Und dann kann ich hier auch Fleisch machen. Dann lege ich das erstmal nach oben. Okay. Ja, dann müssen wir den nochmal machen, den Kriebel. Oh, ist das nervig. Okay. Hier ist noch Eisen, oder? Hier war überall ein Eisen außen, oder ne? Kommt der gerade oder kann ich das schnell pflücken? Ich sehe gar nicht, wo du bist. Ich habe Er dich genau kommt, hat gesehen, mich denke ich. gebissen. Dreimal habe ich rum. Alles gut.
Ich gehe gleich runter. Ah, Kannst du das cool. machen? Ja, ich muss kurz auftauchen. So, perfekt. Okay. Ja. Jetzt haben wir wieder so bestimmt nur 3 Minuten, bis der wieder auftaucht. Aber wir können unsere Schmelze gleich noch bauen. Ich Haben wir mache ja doch was Schönes Kupfer hin, geschafft. bei dir. Was musst du holen? Ich höre Kupfer unter dir. Okay. So, Wollte ich hier haben wir bloß noch nicht von Sand hinten und so Ton. anblechen. Entschuldigung. Nicht, dass du dich erschreckst, weißt du? Der Hai ist hinter dir. Nee, ich falle nicht nochmal drauf rein. Definitiv nicht. Das ist ja zu auffällig gewesen. Alles ist auffällig, was du sagst. Ich hätte. Ja. Alles ist auffällig. Total. So. Aber Ton und Sand nehmen wir trotzdem mit, wenn wir zwei bauen sollten, irgendwann mal, oder? Ja. Na, definitiv immer mitnehmen. Auch Okay. wenn wir zu viel davon haben. Oh, wenn wir dann uns größere Kisten herstellen können, das ist doch wie Weihnachten, Ostern und Neujahr zusammen. Oh ja. Aber Schrott bitte auch mitnehmen, ne? Na? Ist auch nochmal Eisen. Sehr schön. So. Stein nehme ich aber nicht mit, das lasse ich liegen. Mein Haken ist schon wieder kaputt. Was ist denn da Ui, los? kann ich nicht bauen. Brauchen wir Plaste. Hast du Das jetzt haben auch wir nicht, nicht. nee. Ach herrje. Ja, dann ist man echt aufgeschmissen, ne? Wenn man das nicht hat. Oh, hier unten würde noch Ton liegen. Und Sand hier in dieser Spalte. In der Nähe vom Floß, wo unser Anker runtergeht. Da könntest du noch Sieh, sammeln. na? Und hier war's drin, oder? In dieser Höhle? Ich glaube, hier war's drin, oder? Ah ja, genau, das ist die, ne? Ja gut, dann würde ich aufs Schiff schon mal gehen. Genau. Ich kann ja schon mal schauen, ob ich den einen Ziegel baue. Oh, das ist ja Den ärgerlich. Ziegel habe ich gebaut. Du kannst mir noch es aufheben und die Schmelze Ah, bauen. okay, dann mache ich das direkt. Wenn er trocken ist. Ist noch Eisen? Die sind alle trocken. Na dann. Dann baue ich mal die Schmelze. Oh, Gott sei Dank kann ich jetzt Nägel bauen, ne? Dass das jetzt keinen Kunststoff kostet. Oh, wie cool, unsere erste Schmelze. Die stelle ich jetzt mal kurz. Ja, die stelle ich jetzt erstmal hier kurz hin. So. Oh, dann mache ich gleich mal einen Barren, oder? Das wäre gut, na, dann kannst du dann gleich auch forschen. Planke platzieren und hier runternehmen, glaube ich. Ja, wie cool. Okay, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Oh, echt gar kein Kunststoff irgendwo. So. Auch keine Bretter nicht. Nee, die Truhe ist auch schon wieder voll, ne? Gibt's Schmilzt doch du hier gar schon? nicht. Ja, hier, den Barren. Cool. Metallbarren, den will ich mal erforschen eigentlich. Das will ich auch machen, ne? Ja, dann ernte ich mal. Ist nämlich fertig. Cool. Und neu anpflanzen. Braucht das jetzt wieder Wasser? Sieht so trocken aus. Ja, braucht frisches Wasser. Okay. Ach, cool. Ja, man braucht definitiv mehrere Schmelzen, oder? Das würde doch sonst alles viel zu lange dauern. Das Problem ist, wir müssen dann wirklich erstmal eine Weile fahren, um ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Weil wir haben nichts. Wir können ja nicht mal hier das Fleisch anmachen. Kann ich anmachen, da habe ich noch ein bisschen Holz da. Und ich habe auch nur noch 4 Bretter. Sag ich ja. Ich habe mal eins drunter gelegt. Ja, also nächste Folge definitiv. Ganz viel Müll sammeln und Netze bauen nebenbei und Floß erweitern. Ist fertig, oder? Na? Nee. Doch. Ach doch. Metallbahn aufnehmen. Ja, wie cool. Oh, komm, schnell neu erforschen. So, erforschen. Ich mach. Und zwar. Oh, ganz viel Scharnier Cool. und Metallbarren. Ach so, nee, na, nee, Scharnier, ne? Na. Bolzen, Schaufel, Schere,
Perfekt, um Wolle zu schneiden, okay. Fortschrittlicher Grill kann mehrere Portionen Nahrung auf einmal kochen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Netzwerfer. Richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Okay. Das will ich unbedingt. Na toll. Metallspeer? Oh, den müssen wir das auch irgendwie gut machen. Der stationäre kostet. Anker? Okay. Lässt dich dein Floß ankern? Und Topf. Cool, Topf ist, glaube ich, zum Kochen. Ja, wir hatten noch vorhin ein Rezept gefunden, oder? Ja, wir müssen aus dem Topf machen. Also ein Metallspeer kostet 2 Metallbahnen. Ja. Und einen Bolzen. Und den Bolzen kriegst du aus Metallbahn. Also bedeutet, ein Speer sind 3 Metallbahnen. Das ist gar nicht so billig. Nee, ich leg gleich mal noch einen rein, oder? Na, was war noch? Anker, stationärer Anker. Den sollten wir auch bauen. Oh ja, da gibt es so viel für die nächste Folge, aber wir brauchen echt auch erstmal Ressourcen, ne? Na, da brauchen wir ja auch Metall. Definitiv brauchen wir ganz viel. Okay, Lieben, dann würde ich sagen, erstmal bis hierhin für diese Folge. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.